Ja, wir stehen hier vor dem Grab vom General von Kessel. Kessel war einer der 23 Kommandanten des Invalidenhauses. Und hier um dieses Grab rankt sich eine Anekdote. Oder besser gesagt, es ist gar keine, es ist Wirklichkeit. Ich habe es nachgeprüft über die noch lebenden Familienangehörigen. Wir haben ja dieses Wegekreuz, das alte, wiederhergestellt. Und Besucher fragen immer, ja, wenn ihr das gemacht habt, ist ja schön und gut. Aber weshalb ist denn dieses Grab mitten auf der Kreuzung? Es war folgendermaßen, der General von Kessel war ein ziemlich unbequemer und nicht von seinen Unterstellten nicht ganz zu leidender Vorgesetzter, um den sie immer einen großen Bogen gemacht haben, wenn sie ihn gesehen haben. Und er hat in seinem Testament verfügt, er wüsste, dass das so ist. Und deshalb soll man auch nach meinem Tod um mich einen großen Bogen machen. Und so ist zu erklären, dass sich dieses Grab mitten auf der Wegekreuzung befindet.